Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Jo, wir sind wieder etwas hergestellt, also etwas gesund. Das halbe Leben ist schon mal wieder da. Hurra, hurra. Und jetzt möchten wir, oder ich möchte, endlich mal hier noch ein bisschen Fasern sammeln. Nach Möglichkeit dann auch wieder Blei. Drüben werden Erzelein. Ja, schon recht. Mistviech. Wollte ich den scannen? Na. Das war der andere wahrscheinlich gemeint. Wo Blei drinnen ist. So, ich löse gleich wieder unser Messerchen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nämlich eine auf die Rübe kriegen, ist recht hoch. Leider. So, also, Luft holen. Upp, stopp. So, umschauen. Ich höre ihn schon. Zwei gleich, verstehst? Du schieches Viech, du. Die kommen halt auch so plötzlich, ne? Ich glaube, der haut jetzt mal ab. Das heißt, wir dürfen hier ernten. Zack. Sind wir schon voll? Jo. Sind wir voll. Das heißt, es hilft mir jetzt gerade auch nichts. Warte. Ich schmeiße jetzt zwei weg. Ja, wir haben eins bekommen. Sehr schön, wir brauchen Luft. Na, brauche ich eigentlich gar nicht. Oha. Nicht schlecht. Das Ding. Ich werde hier nochmal eins, zwei weghauen, glaube ich. So, die sind nicht so wichtig wie das Pflanzen da. Ich muss schauen, ob ich das so zusammenschlagen kann. Tatsächlich, das haut so schon hin. Sehr gut, haben wir drei Stück. Ich glaube. Ich werde nochmal opfern. Zack, zack, zack. Passt. Sehr gut, die sind wichtiger. So, habe ich jetzt noch Platz? Ja. Falls jetzt hier ein Erzelein über den Weg läuft. Das würde ich gern mitnehmen. Aber ich glaube nicht. Da wäre ein Fisch schon bald gescheiter. Hat sie ihn gehauen? Niemals. Die Dinger brauche ich auch nicht. Die haue ich auch weg. Die kann man immer sammeln. So, jetzt habe ich Platz zum Essen. Für Essen. Für Essen. Getan. Blei. Wo du seien. Das ist, glaube ich, ein neues Viech, oder? Mistviech. Boah. Ob ich da noch lebend heimkomme? Wenn ich jetzt schon so hergerichtet bin? Ich tauche mal auf, vielleicht habe ich Glück. So. Ich schwimme mal ganz fix zurück. In der Hoffnung, dass wir es überleben. So, wir haben einen neuen Funkspruch scheinbar. Das Symbol da rechts erscheint immer, wenn wir einen neuen Funk bekommen haben, ne? Ist auch gut zu wissen. Ich bräuchte was zu essen. Ui, ich muss nach Hause. Schnell. Mit dem Viech ist nicht zu spaßen. So, was hast du denn für uns? This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there.
There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Okay. Ja, ein Optimist. Schön. So, Faserngewebe. Noch eins. Dann können wir noch. Dann haben wir eines übrig fürs Medikit. Wo war denn das hier, ne? Eines brauchen wir noch. Eins können wir entbehren. So, schön. Was, das reicht. Das heißt, ich brauche einen Blutstoherina. Lass du mal weg. Das ist schwer zu kriegen, das will ich nicht wegtun unbedingt. Und die Tarnbahn können wir theoretisch. So. So machen wir das, genau, dann haben wir Platz. Dann kann ich noch so ein Fasernding herstellen. Genau, das ist besser. So. Und dann können wir daraus nochmal ein Medikit machen. So, das ist gescheit. Ja, das ist schlau. Sehr gut. Gut, Essen kochen war, glaube ich, nichts möglich, ne? Weil ich von allem wie immer zu wenig habe. Hoppala, falsche Taste. Ja, jetzt haben wir zwei Medikits. Perfekt. Eins davon werde ich gleich verwenden. Gut. Durstig sind wir auch schon wieder. Das heißt, ich muss jagen. Und ich krieg Salz. Aha. Da ist wieder irgendwas unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Salz wäre auf jeden Fall echt was Schönes. Das muss ich schon sagen. Salz wäre richtig nice. Ah, das Giftschleuderviech. Da hätten wir Sauerstoff. Hier hätten wir Titan. Ein bisschen Luft holen. Kann ich noch Medikit sein. Unglaublich, ne? So. Flüssigkeit, scheiße. Ich hab das zum Saufen hier. Alter, der nimmt uns mal die ganzen Fische weg. Genau, alle beide da? Natürlich. Ich glaube, ich nehme mal. So. Gut. Ich brauche Blasenfische. Davon wäre einer. Passt. Da drüben ist noch einer. Sehr gut. Boah, das sind drei. Vier, fünf. Wow.
Ich sollte mal nach Hause. Halt, Blasi, Blasi. Blasenfisch, komm her. Danke. So. So, ich hau jetzt mal ab. Die Blasenfische werden uns hoffentlich noch das Wasser geben. Ich wollte eigentlich so ein Pirsche erledigen. Aber ich glaube, das haut nicht so gut hin. Wahrscheinlich brauche ich dann eine stärkere Waffe. Hoppala, ein Reiter. Danke. Damit das besser geht. Aber wurscht, wir konnten uns recht gut verteidigen. Haben wir Platz? Ja. Die hätte ich jetzt nicht mitnehmen müssen, aber dadurch, dass wir uns gerade in dem Rohr befunden haben, in dieser Rohrkoralle da. Ja. Ist halt so, ne? So. Kann man noch irgendwas machen, außer Kupferdrähtchen? Hoppala, na, schaut nicht aus. Dann trinkt man mal was, ne? Auf Vital Signs stabilizing. So. Ein Medikittel. Das behalten wir mal auf. Das behalten wir auch auf. Reserve. So, wird schon hell. Ich gehe mal raus hier. Da ist gar nichts mit hell. Außer Bufen wäre echt nicht schlecht. So, wir müssen demnächst dann mal Blei finden. Oh. Oh. Oh, der wär's. Boah, das wäre so schön, das Viech zu erledigen, ne? Boah, das sind so viele. Ich muss da echt abkommen. Boah, ich darf das nicht machen, ey. Ich bring mich selber noch um. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich sollte aufhören mit solchen Scherzen. Ah. Die vermehren, die kommen in der Nacht ganz schön häufig jetzt vor, ne? Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich es nicht regelmäßig abschlachte. Und deshalb sind jetzt so viele. Kann das sein? Dann hätte ich echt ein Problem. Dann müsste ich wirklich gezielt diese Mistviecher ausrotten. Boah. Ja. Au, au. Er kann mich treffen, ich ihn aber nicht. Klar. Logisch. Okay, ich gehe da wieder. Rauf. Rauf hier. Alter. Gestörte Viecher. Ich gehe wieder rein. Ist gesünder, glaube ich. Ich glaube, ich muss doch ein paar Medikits bauen. Oh nein. Wie lange braucht das jetzt? Ah, 20 Minuten erst. Prozent, so. Ja, bis ich ein zweites Stück Blei gefunden habe, könnte ich ja wirklich diese Fasern für Medikits opfern, ne? Ich glaube, das werde ich auch so machen, bevor ich überhaupt nicht mehr überlebe. Ich meine, ich bin sowieso nicht so gut im Überleben. Ich verstümmel mich gerne selber. Aber diese Viecher muss man scheinbar wirklich nebenbei mal so dezimieren, ha? Huh? Boah. Das ist aber nicht die feine Art. Boah, ey. Mit meinem kleinen Buttermesser hier komme ich halt auch nicht weit, ne? Das sind ja gleich mal 3, 4 gewesen. Alter. Jetzt wird's hell. Es kann sein, dass die sich verkrümeln. Aha, so geht's mit der Leiter rauf schon, runter nicht. Okay. Puh, ich trau mich mal. Da drüben ist einer. Oh, da ist er. Mhm. Es sind tatsächlich 3.
kommt er wieder. Ja. Das ist ungeheuerlich. Kann der echt nur probieren, einen nach dem anderen auszuschalten, ne? Weil die sind echt eine Gefahr. Versuchen wir den Blasenfisch zu bekommen. Perfekt. Für Notfallwasser, ne? Wow. Alter. Oh, jetzt kann ich gar keine Drehung machen mit der Maus. Wir haben keinen Schaden bekommen. Wow. Oh, fast. Alter. Sterben. Alter. Ich sehe sie nicht. Wo ist meine Kapsel? Da, oben. Boah, das ist anstrengend. Da kommt er vielleicht. Ich muss die, glaube ich, jetzt echt mal plätten, ne? Das ist echt Arbeit. Vielleicht kann ich einen von diesen Mistviechern herlocken. Ja, ich glaube, das klappt auch schon. Der Messer Scheißdreck. Würdest du treffen? Ist er schon tot? Der lebt schon noch, oder? Oxygen. Oder sind das die letzten Türen, die er hat? Haben wir was bekommen? Ich hau noch ein bisschen drauf. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oder ob das ein Bug ist. Der jetzt hin oder nicht? Hallo? Das ist ein Bug, oder? Ich hau noch ein bisschen drauf, habe Zeit. Ich muss ein bisschen verbrutzeln. Na, das war auch ein Fehler. Ich verbügel noch ein bisschen. Wir haben nichts von ihm bekommen, kein Bierschutzzahn, gar nichts. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich möchte mich beschweren. So. Da vorne wäre ein bisschen was zu essen. Wenn ich Glück habe. Das ärgert mich aber gerade ein bisschen, dass ich von dem nichts kriege. Was zu essen wäre schon schlecht. Da sind noch zwei von diesen Viechern, ne? Es wäre auch gut, die beiden umzubringen. Ich glaube, das ist ein Bug. Kurz Luft holen.
Du bist viel. Feigling. Aber dein Klimaschmuck irgendwann. Irgendwann. Ich muss die umbringen, das geht nicht anders. Wir brauchen, ich brauche da, ich brauche Platz. Kannst du es da nicht auch? Alter, jetzt bin ich eh schon ganz nah. Was machst du denn mit dem Messer? Wo ist denn? Da. Getroffen habe ich ihn schon mal. Boah, das ist mühselig. Das ist richtig mühselig. Von mit diesem kleinen Messerchen. Ein Speer wäre besser. Und ich wenigstens Reichweite. Zweimal getroffen, sehr gut. Und dann fehlt uns noch der eine da unten, ne? Boah. Die Folge wird sogar schon langweilig eigentlich, ne? Ich glaube, den haben wir jetzt auch getötet. Sehr gut. Wow! Das ist der zweite. Da. Dreimal getroffen. Sehr gut. Wird ja. Wow. Alter. Ist das nicht hier? Zwei. Okay. Der ist jetzt auch tot. Jetzt ist nur noch einer normalerweise, ne? Da. Ist der jetzt auch tot? Da ist nur so, als ob. So viel Elendiges. Dann haben wir insgesamt 4 oder 5 ausgerottet, oder? Jetzt noch einer überdeppert. Wo kommen wir? Das ist unglaublich. Alter Schwere. Bitte geh jetzt endlich mal sterben, ha? Das sind ja noch 2, 3, 4? Sind jetzt alle wieder auferstanden oder was? Ich glaube, ich träume. Das muss ein Bug sein, oder? Das kann unmöglich normal sein. Jetzt haben wir schon so viele getötet und jetzt auf einmal sind da wieder so viel mehr. Au. Das verstehe ich nicht. Das ist unlogisch. Das ist echt komisch. Naja, gut. Blei suchen wollte ich, ne? Blei suchen, Salz finden. Wir haben eigentlich viel zu tun. Salz ist sehr komisch gerade, aber was soll ich machen? So. Wir haben... Ja, ja, ist schon gut. Hackviech. Au. Aha, okay. Ja, gestorben. Ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Ja, egal. Passt schon. Ist wurscht. Passt schon. So.
Wir sind recht gesund. Okay, da haben wir wieder eine Kommunikation. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system and this grim-looking snake thing is trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Aha, sind deshalb jetzt so viele da? Das könnte sein. Gut, ich mache einmal ein bisschen Wasser. Na, Wasser haben wir genug? Essen. So. Wam, tada, lecker Schmecker. Passt. Nom, nom, nom. Gut. Okay. Ich wollte Blei suchen, weil mit diesem... Wobei, wartet kurz. Queste. Quest, Quest. Rettungskapsel hier. Signal von der. Das kann ich. Kann ich ausblenden? Da wäre das jetzt besser. Dann vielleicht haben wir Glück, ne? Da drüben. Boah, das ist weit weg. Okay, und dunkel wird es auch. Vergiss es. Das kannst du vergessen. Ich versuche noch was zu essen zu kriegen. Und wenn es hell wird, dann schauen wir weiter. Blasenfischi. Boah. Hallo? Kein Blasenfischi. Der schwimmt immer noch. Wir haben ihn eh getötet. Ich komme da nicht mit. Getötet. Warum dann zum Teufel? Ich bin verwirrt. Es ist wieder hell. Okay. Ja, gut. Ich hole mal kurz Luft und dann schauen wir mal, ob wir diese armen Tropfe da drüben helfen können. Ne? Das habe ich jetzt alles mit dabei. Ein Medikit und sonst nichts. Okay. Salz wäre halt wieder mal gut. Wenn man da was kriegen könnte. Blei wäre sowieso gut. Aber wir wollen ja nicht zu viel verlangen, ne? Auch runter. Aha. Das wäre auch interessant. Da gibt es vielleicht Blei für uns. Da ist ein Fischi. Fischi. Jawohl. Was haben wir hier? Schrott, glaube ich, ne? Ja. Das brauche ich nicht unbedingt. Ui, Sauerstoff. Das sage ich, nicht. Nein. Geht schon. Flup. Da wären Erze, okay. Oder was anderes. Mal gucken. Was haben wir hier? Sandstein, Blei, yes. Ich muss mal kurz scannen. Sandstein. Geologische Daten, Sandsteingeschichte. Wow. Brauch nicht. Habe ich es gefunden? Habe ich es gesammelt? Schlingpflanze, okay. Ich glaube, das Blei haben wir, ne? Zweimal? Einmal. Verdammt, wo ist das andere hin? Luft? Ich finde es gerade nicht. So, mal kurz warten. Jetzt können wir den Strahlenanzug dann machen. Jetzt müssen wir da nur noch Dinge sammeln. Ja. It is your primary directive to swim. Hä?
Was war das jetzt gerade? Ich glaube, ich habe mein Silbererz-Set gefunden. Hä? Da. WTF? So. Ich mag's nicht, wenn's so knurrt. Da hätten wir was. Da gibt's was für uns. Titan. Titan. Ich hätte gern Silber. Noch ein bisschen mehr. Noch ein zweites Silbererzchen. Haben wir Platz? Ja. Ein zweites Silbererz wäre ganz famos. Ganz famos wäre das. It is your primary directive to swim closer to that beautiful creature. Swim closer. Ey, warte mal, ich will dich scannen. Einheimische Lebensform. Flimmerflügel. Okay. Wenn wir Sauerstoff gerade auftanken, können wir da ja schauen, ne? Flimmerflügel. Eine kleine, fleischfressende Tierart, die mit der Hypnose ihrer Opfer ein einzigartiges Jagdverhalten zeigt. Erstens Außenflügel. Der Flimmerflügel schwimmt mit einer Reihe von flügelartigen Flossen, die er nach vorne stellen kann, wenn er sich seiner Beute nähert. Winzige Linsen auf der Oberfläche können unabhängig gekippt werden, und um faszinierende Muster zu erzeugen, die das Gehirn des Opfers mit verlockenden Botschaften überflutet, in welcher Form auch immer sie für das Ziel am überzeugendsten sind. Hey, wieso habe ich jetzt kein Wasser? Warte mal. Das kann jetzt einmal nicht sein. Au. Ja, Herrschaft Zeiten will da jetzt weg. Mach zu, das Ding. Gibt's ja nicht. Und der Party schwirrt zu Ende. Ich hab ja da, ich bin hier. Du kannst ja wohl hier Luft holen, Doofi. Dieses Viech macht mich krank, ne? Du, geh weg. Gibt's jetzt mal Ruhe? Ich bin schon bald tot. So, Medikit. Saufiech. Ich wollte es jetzt nur lesen, Herrschaftszeiten. So. Zweite äußere Schale. Der Flimmerflügel kann die kieferartige Ausbuchtung in seiner schützenden Schale öffnen, um Fehler 463 seiner Schönheit zu verfallen. Wehre dich nicht. Beurteilung, komm näher. Was? Okay. Ja. So, Luft haben wir genug, weil ich will da noch rüber. Weil ich sehe da was. Eine Möglichkeit. Was haben wir da? Gold, glaube ich. Aha, da ist noch was Neues. Blei war das, glaube ich. Was haben wir hier? Girlandenqualle. Die schaut schön aus. Einheimische Lebensform. Girlandenqualle. Erstens, keine photosynthetischen Zellen gefunden. Das weist auf ein fleischfressendes Verhalten als Anpassung an lichtarme Umgebung. Zweitens, Follikel entlang der Tentakel können Kontakt mit Fremdkörpern erkennen und eine elektromagnetische Entladung von bis zu 600 Watt auslösen. Autsch. Die Beute wird scheinbar gelähmt und über mehrere Wochen hinweg verzehrt. Beute, kleine Fische, Beurteilung, meide. Okay, ich brauche wieder Licht und der Part wäre jetzt endlich mal zu Ende da. Ich werde schon sagen, endlich. Ich sage leider. Aber wir machen ja noch weiter. Ihr Lieben, das war's für heute. Dieses Viech macht mich fertig. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.